Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check am Montag. Und an meiner Seite ist Thomas Bergmann. Thomas, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Der DAX, der ist ja jetzt aktuell sehr freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Über 10.400 Punkte bewegen wir uns aktuell. Jetzt frage ich dich, wie schätzt du denn momentan die Lage an den Märkten ein? Ja, die Vorgaben waren sehr gut. Wall Street befindet sich auf Rekordkurs. S&P 500 hat neues Hoch gemacht. Der Nasdaq Composite hat ein neues Rekordhoch aufgestellt. Also von daher durchaus sehr freundlich eben das Umfeld. Man hat jetzt die letzten Störmanöver mal ausgeblendet und bewegt sich eben jetzt auf neue Verlaufshochs zu. Und der DAX hinkt ja den Ami-Börsen doch deutlich hinterher, was das Thema Allzeithochs betrifft. Aber wie gesagt, es schaut freundlich aus. Der Start in den August war zwar etwas holprig, aber so langsam scheint sich eben dieser statistisch gesehen schwache Monat vielleicht doch mal in einen positiven zu wenden. Thomas, wie schaut es denn jetzt charttechnisch aus? Wir sehen, wir sind oberhalb der 200-Tage-Linie. Auf welche Punktmarken sollte man denn jetzt achten? Ja, wie gesagt, wir haben hier im Bereich 10.470 eben ein Zwischenhoch, das es jetzt zu überwinden gilt. Den langen Chart haben wir heute nicht dabei. Das heißt, diesen Abwärtstrend seit April 2015 gültig, der im Bereich 10.500 Zählern verläuft, das ist die entscheidende Marke. Weil wenn wir dieses Hoch hier herausnehmen, dann sind es ein paar Pünktchen noch bis zum Abwärtstrend. Und hier kommt es dann darauf an, ob die Bullen nach dem Anstieg von 1.200 Punkten noch genügend Kraftreserven haben, eben auch diese Schwelle zu überwinden. Ich muss mal sagen, von den Indikatoren her, MACD ist eher, zeigt eher zu einer Konsolidierung hin. Kann es durchaus sein, dass wir erst nochmal abprallen an dieser Marke und dann vielleicht im zweiten Anlauf drüber gehen. Aber ich will jetzt nicht ausschließen, nachdem eben die Stimmung sehr positiv ist, die Berichtssaison ganz ordentlich verläuft, dass es eben auch in einem Zug durchgeht. Also das kann man nicht ausschließen. Aber nach dem Bruch eben der 200-Tage-Linie hier und nachdem wir auch diese Marke nicht mehr unterschritten haben, ist es eigentlich von der Technik her sehr positiv. Das freut uns. Dann schauen wir jetzt noch das Produkt, dann ist ja das von letzter Woche, oder? Genau, wir haben bei 10.190 Punkten, hatten wir ein Abstauberlimit gelegt für den DAX-Schein, den wir hier eingeblendet sehen. Bei 8,80 Euro dann war der Kaufkurs oder Empfehlungskurs. Wie wir sehen, ist der Schein doch jetzt schon deutlich ins Plus gelaufen. Die K.O.-Schwelle, das passt nicht ganz. Die 9.000, doch, die passt, Entschuldigung. Also wie gesagt, deutlich im Plus, Gewinne laufen lassen. Wir haben gesagt, erste Position aufbauen in dem Bereich 10.190. Wenn wir den Abwärtstrend brechen, dann glaube ich schon, dass dieses Manöver dann den Bullen neuen Schwung verleiht und dass wir dann weiterlaufen können. Also da kann es sein, dass wir dann nochmal aufstocken würden. Thomas Bergmann, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dem DAX-Check am Montag. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.